Herzlich willkommen, Leute. Hier ist wieder Dalukard und es geht weiter mit Infinite Crisis. Diesmal dem Update zum Joker als Champion Preview. Das Update zeigt dann nochmal bewegtes Ingame-Material, zu dem wir gleich kommen. Das Ingame-Material ist natürlich offiziell von Infinite Crisis selbst aus ihrem Champion Profile einfach nur nochmal ein bisschen zusammengeschnitten und drüber erzählt, beziehungsweise auch zum Teil übersetzt. Ihr habt das Champion Profile bzw. die Champion Preview bei mir ja schon gesehen. Dort wurden die einzelnen Skills erklärt und das Ganze gibt es jetzt noch einmal im bewegtem Videomaterial, möchte ich mal sagen. Dazu kommen wir jetzt. Hier seht ihr auf jeden Fall nochmal so alle Fähigkeiten an sich. Da seht ihr gerade die Passive Sadis. Jetzt, wenn Wonder Woman stirbt, leuchtet der Joker so in diesem lilanen Licht. Dann ist die Fähigkeit aktiv. Natürlich Mr. Punchy. Hier könnt ihr auch die Geschwindigkeit des Schlags sehen. Fliegt los, trifft den ersten Gegner, explodiert. Surprise, ein nettes Geschenk hier für Nightmare Batman. Aus einem anderen Kamerawinkel sieht man dann auch den Slow. Da kommt er nämlich, da beißen sich die Zähne fest und er ist langsam sehr gut zum Kiten. Und hier Vanish, das ist übrigens der Punching Ball mit dem Joker-Bild drauf. Wonder Woman haut er jetzt noch drauf, explodiert aber trotzdem. Ist egal, ob er kaputt geht oder nicht. Last Laugh, erst explodiert die Puppe. Ihr habt gesehen, es war keine lange Zeit, die da nötig war, damit die Puppe hochgeht. Und jetzt kommt noch dieses schöne Lachgas, wo der Joker anfängt zu tanzen. Wenn da noch einer leben würde, wäre er gestunt und man könnte weiter Schaden machen und er würde auch Schaden kriegen. Jetzt haben wir hier noch ein paar Ingame-Szenen, wie das Ganze im Kampf abläuft. Der Joker wirft seine Fähigkeiten halt rein. Meistens ist es dann erst die, in Anführungsstrichen, Jack in the Box, die Surprise, um die Gegner zu verlangsamen, der Vanish Punching Ball, um die Distanz zu vergrößern. Und halt zum Hinterherkommen funktioniert natürlich auch. Ist nämlich wunderbarer Flash in dem Spiel. Natürlich Mr. Punchy, das Main Poke Tool. Auch eine der wichtigsten Fähigkeiten, denke ich, von ihm. Sehr, sehr wichtig, den immer hoch zu skillen. Vielleicht sogar zu benutzen. Man sieht, das ist der einzige Fernkampfangriff in dem Trailer. Deswegen ist das wahrscheinlich auch meine erste Wahl. Und ja, so läuft das dann mit dem Joker ab. Hier wird halt dauerhaft in Anführungsstrichen gekitet im 101. Man sieht auch hier nochmal kurz den Shop, wo man sich nur auf Power Damage konzentrieren soll, denn das ist der Joker. Und wenn man Spaß daran hat, Leute mit fiesen Fähigkeiten fertig zu machen, dann ist der Joker genau der Richtige für euch. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Champion Preview wieder und natürlich auch im Champion Preview Update mit Ingame-Material. Macht's gut, Leute, schaltet wieder ein und wenn es um Infinity Crisis geht, um Infinite Crisis, dann seid ihr hier bei mir genau richtig. Macht's gut, Leute. Tschüss.